willkommen zur nächsten Folge Motorsport Manager Formel 1. Generell habe ich mir mal überlegt, haben wir eigentlich einen Fehler gemacht? Ja, weil wir sind in der obersten Liga gestartet. Und das ist eigentlich ein bisschen doof. Ja? Wir sind in der obersten Liga gestartet, wir können uns eigentlich gar nicht mehr hocharbeiten. European Racing Series. Genau. Wir sind in der World Motorsport Championship und die hat die höchsten Preisgelder. Das ist. Ach, da gibt es noch mehr. GT Challenges. Gibt es auch noch. Ist das denn auch? Ah. Okay. Das ist für mich ja jetzt ganz neu. Okay. Ja, auf jeden Fall habe ich das gemerkt. Muss ich mir mal überlegen, was wir da machen. Vertragsangebot läuft ab. Wunderbar, dann schreiben wir nun diesen Vertrag oder nicht. Ah, Zach Hamilton. Was habe ich denn dem angeboten? Ein gleicher Status. Ah. Ich habe den ja schon befördert. Warum habe ich denn sowas gemacht? Weiß ich gar nicht mehr. Ich habe nämlich jetzt ein paar Tage Aufnahmepause gehabt. Und deshalb weiß ich jetzt gar nicht mehr, was da so an der Sache war. Und ich muss gestehen, ich habe noch ein zweites Profil erstellt und mich da ein bisschen reingefuchst und auch ein bisschen erfolgreicher gespielt als hier. Jetzt muss ich gerade mal gucken, weil definitiv wichtig ist, dass du immer so hier. Dass du immer deine Sachen entwickelst. Und zwar Leistungsfähigkeit und sowas ist ja auch klar. So. Das hier zum Beispiel, die großartigen Teile, die sind auch gar nicht mal so wichtig. Weil viel wichtiger ist eigentlich das Firmengelände. Und da sieht es hier einfach ziemlich bescheiden aus. Das Firmengelände bleibt nämlich, die Entwicklungen fürs Auto sind nach der Saison einfach weg. Ja? Deshalb eigentlich ein bisschen ungeschickt, alles in die Entwicklung vom Fahrzeug am Anfang zu stecken. Es ist viel sinnvoller, auf jeden Fall die Gebäude auszubauen. Prime Perch. Das ist ja eine Sache. So, wir sind im Oval von Phoenix. Und wir gucken mal, was hier geht. Auch von den Einstellungen her, Leute, ich muss euch sagen, in einem anderen Profil gibt es selten einen Renntag, an dem ich nicht was soll ich sagen, 99% Einstellung habe. Bin da wirklich inzwischen gut durchgekommen, dass ich verstehe, was ich machen muss, damit die Einstellungen gut werden. Da sollte man jetzt nicht zu viel Abtrieb geben, glaube ich, weil es ist eine Hochgeschwindigkeitsstrecke. So. Ich glaube, so lassen wir das einfach mal. Wir gehen erstmal auf den harten Satz raus. Kann das Zach Hamilton wirklich länger fahren? 17 Runden, 12 Runden, 8 Runden. Ich dachte immer, ja, der Zach Hamilton kann eine Runde länger fahren wie unser Vivaldi. Vidal, nicht Vivaldi. Das war jetzt etwas poetisch. So, stimmt. Rennrunde
Ja, nochmal 4. Schicken wir die Jungs mal los. Na, dann drin 4 Runden. Renntrim 4 Runden reicht eigentlich, damit sie Renntrim Level 3 erreichen und auch den Reifen, den sie fahren. Und wenn ich jetzt so überlege, war es ganz schön doof, die auf den Medium rauszuschicken. Weil im Rennen werde ich die zwei Soft-Varianten fahren. Jetzt lernen die den falschen Reifensatz kennen. Doof gelaufen. Gucken mal, was wir noch an dem Setup verändern können. Es war jetzt doof. So. Also, die kriegen. Ich muss halt jetzt ein bisschen gucken. Da noch ein bisschen mehr Abtrieb, aber nicht viel mehr. Verhalten. Machen wir mehr Qualifying, ne, Renntrim, 4 Runden lassen wir immer noch. Aber wir werden den Satz hier nehmen, den gelben. Der hier ist ein bisschen unzufriedener. Muss halt, ich brauche einen Referenzpunkt, um zu gucken, was denn jetzt wirklich besser ist. So, das machen wir so. Renndrehen 4 Runden lassen wir auch nochmal. Das ist eine schnelle Runde, ja. Ich glaube, es knapp über eine Minute. So, und dann gucken wir mal. Metall schicken wir auch auf. Da schicken wir beide auf. Volldampf. Ich bin mir nicht sicher, aber vielleicht, wenn die hier Vollgas geben, dann lernen sie ihre Fähigkeit auch schneller. Habe ich so an der immer überlegt. Ob das stimmt, weiß ich allerdings nicht. So, was sagt die Rundenzeit? Ja, pink. Von Vidal. Im ersten Sektor, im zweiten Sektor. Und dann wahrscheinlich auch im dritten Sektor. So schaut's aus. Ziemlich beeindruckend. So, jetzt warten wir kurz mal auf den Rennen drin. Gut, der ist fertig. Die Reifen kriegen wir jetzt nicht ganz hin. Ist auch nicht so schlimm. So, gutes Setup bisher. So, wenn wir hier jetzt gucken, dann machen wir hier einfach noch mal in die Richtung und dann müsste das schon passen. Bin ich der festen Überzeugung. Und jetzt fahren wir noch einen Qualifying Stint. Ja, bisher war es ja bloß zum Warmfahren mit den Softreifen. Dann gucken wir mal, was der Hamilton zu seiner Konfiguration sagt. Ja, ist auch schon ziemlich zufrieden. Der will noch ein bisschen weniger Abtrieb, würde ich sagen. Und möchte noch ein bisschen mehr untersteuern.
So. Gut, also den schicken wir auch auf den Quali-Stint mit den roten Reifen. Ich bin mal gespannt, wie es läuft. Vidal verbessert seine Zeit im ersten Sektor auf jeden Fall. Im zweiten auch um eine halbe Sekunde und im dritten ist er sogar 6/10 schneller. Ich würde sagen, ich habe die Einstellung getroffen. Und zwar auf Pink, Pink, Pink. Bin ich wirklich der Meinung? Und Hamilton fährt. Ja, 267.000 langsamer. Das passt. Was ich auch. Daraus können wir jetzt ablesen, was wir falsch gemacht haben. Ja? Wir haben zum Beispiel den das Fahrverhalten haben wir in die falsche Richtung gestellt. Dann machen wir das einfach andersrum. Und dann wird es jetzt passen. Gucken wir gerade. Ja, Qualifying Trim fahren wir da nochmal. Wie viel Runden Zeit haben wir noch? Noch ein bisschen. Hamilton schafft eine Runde mehr, kommt also auch nach der Runde rein. Und dann gucken wir mal, was er sagt. Also Vidal müsste jetzt wirklich, wenn ich mich nicht ganz vertan habe, müsste jetzt wirklich Pink, Pink, Pink haben. Hier sind wir schon nah dran. Der will wahrscheinlich nur noch ein bisschen weniger Abtrieb. Ja, die Strecke ist einfach schnell. Und da wollen sie natürlich Gas geben können. So, ausgeglichen. Ja, fahren wir nochmal. Aber auf dem Reifen. Einfach mal so, just for fun, mal gucken, was der jetzt kann. Und ich hoffe, er haltet mich jetzt nicht für ein bisschen zu hochnäsig, dass ich gesagt habe, oh, ich schaffe 99% bei den Einstellungen. Es ist wirklich so. Ja, und wenn ihr es nicht glaubt, dann bleibt dran und schaut euch das gleich mal an. Aber ich bin mir sicher, wenn nicht Vidal, dann wenigstens Hamilton sind in Pink, Pink, Pink. Und ich weiß das. Ja. Bin mir absolut sicher. So, Grip haben wir jetzt sehr viel. Dann gucken wir mal, ob Vidal vielleicht doch noch eine beste Runde schafft. Ja, 6000 steht hinten dran an seiner alten Bestzeit. Mittelsektor, neue Bestzeit. Und letzter Sektor. Habe ich jetzt nicht geschehen. Auch im letzten Sektor noch eine Bestzeit. Das ist doch schön. Manchmal finde ich es ein bisschen irritierend, wenn die Autos durcheinander durchfahren. So, Hamilton holen wir auch ein. Und Leute, was habe ich euch gesagt? Guckt mal hier. Vidal, Pink, Pink, Pink. Ja? Schaut genau hin, merkt es euch. So, jetzt sehen wir, bei Hamilton hat es nicht geklappt. Er war vorher großartig, davor auch großartig. Und jetzt ist er nur noch gut. Also will er doch mehr Abtrieb und nicht weniger. Ich habe immer so einen Fimmel, dass ich entweder auf 5er oder auf Ganze gehe. Ist halt so. Hat er noch Zeit? Ja. Können wir noch rausschicken. Der muss ja bloß mal rausfahren und dann sehe ich, ob das alles passt. Ja. Darf er noch? Ja, darf noch.
Also der fährt jetzt einfach nur eine Runde und dann kommt er wieder rein. Aber ihr seht, bei Vidal ausgezeichnet, ausgezeichnet, ausgezeichnet. Also es lohnt sich, wenn ihr wirklich mit der Einstellung zurechtkommt, mit dem und auch das Feedback lesen könnt, wie ich welchen Regler verschieben muss. Weil diese Einstellungen werden sich halt dann im späteren Verlauf des Rennwochenendes bemerkbar machen. So, hier nehmen wir den sehr weichen und den Qualifying Trim. Das war wichtig, dass die beide 15% haben. Okay. Hamilton ist immer noch nicht zufrieden. Achso, der ist nicht mehr gefahren, deshalb. Moment, Moment. Hier ist er. Jetzt bin ich gerade ein bisschen irritiert, muss kurz überlegen. Doch da so könnte das funktionieren. Das unten wieder ausgleichen, sonst spinnt da wieder was rum. So, was sagt das Wetter? Im Moment noch nichts, das kann nicht sein. Wir haben doch unsere Anlage verbessert. Warum? Moment, stopp. Warum zeigt es mir jetzt hier nicht so viel Wetter an wie beim Rennen? Zählt es jetzt bloß fürs Rennen? Komisch. So, wir lassen jetzt erst Hamilton fahren, weil der hat noch keine so Runde. Und erstmal auch auf dem alten Satz. Ich gehe immer ein bisschen näher an den Bildschirm ran. Oh, der hat aber, da habe ich aber schon rote Sätze für Gold. Um zu gucken, ob das Wetter wirklich passt. Ach, ich weiß, weshalb das Wetter hier nicht so weit angezeigt wird. Das ist das falsche Profil. In meinem Nicht-Aufnahmespiel. Da ist es. Die Wetterstation schon ausgebaut und da sieht man 5 oder 6 Wetterzyklen. So, Vidal fährt auf 16, Hamilton auf 17. Das war gut, soweit. Das war nur, um eine Zeit zu setzen. Wir warten jetzt, bis wir. Oh, guck mal hier, die fahren unter einer Minute pro Runden, pro Rennen. Wir warten jetzt noch ein bisschen. Ja, du darfst gleich noch eine Runde fahren, Hamilton. Und Vidal auch. Also eine Minute Outlap. Heißt bei 1:20, 1:10 sollte ich losschicken. Und wir haben die Einstellung zwar ein bisschen verpasst. Bessert, aber nicht ganz. Da. Wenn wir hier gucken, ist der Regler jetzt ein bisschen weiter links beim Fahrverhalten und hier bei der Höchstgeschwindigkeit auch. Der macht es mir gerade ein bisschen schwer hier, der Hamilton. Will der wirklich noch mehr Abtrieb? Na, da war man glaube ich noch nicht. Dann werden wir das probieren.
kriegen wir da noch die 2%. Achso, ich wollte jetzt aber noch warten. Also, was hat er denn gemacht? 0,5% mehr Abtrieb. Natürlich könnt ihr alle eure Zeit verbessern, aber schau doch mal das Grip-Niveau an. Das ist doch zum Ende der Session viel höher. Ja? Kleiner Tipp von mir. Falls ihr kein Regen kriegt, fahrt am Ende der Session eine richtig schnelle Runde. Und vorher nur so eine semi-schnelle. Ihr müsst halt dran denken, dass ihr auch das Setup, die Luftregelung, richtig einstellen könnt. Also schickt die Fahrer rechtzeitig raus. Sonst kommt ein bisschen durcheinander mit der Setup-Einstellung. Guck, das meine ich. Viel zu langsam war ich. Jetzt könnte sein, dass ich es verpeilt habe. Verdammte Axt. Neuer Satz Reifen. Der kriegt keine Gezeiten. Ach, fuck! Die Outlap ist viel zu langsam. Ich habe nicht dran gedacht, an die Ding zu denken. Ah Mann, Alter. Qualifying völlig vergeigt. Ach, aber so noch nie, Mann. Noch nie. Ich hab gedacht, oh ja, 1,10 reicht. Aber dass er hier noch eine halbe Meile aus der Boxengasse rausfahren muss, daran habe ich nicht gedacht. Ach Mann. Ja, brauche ich erstmal einen Schluck Kaffee. Mann. Das war selten dämlich, muss ich echt mal sagen. Schien heute nicht ganz auf der Höhe. Ja, genau. Ja, Vidal war okay, aber... Na, ich hab's verpeilt. Egal, wir gucken, was beim Rennen geht. Beim Rennen, muss ich sagen, habe ich im Singleplayer das auch ein bisschen... Ja, besser gehandhabt. Guck mal hier, ich habe die Einstellung doch noch hingekriegt. Und zwar auf 98%. So, Reifen mal 36 Runden. Dann würde ich sagen, fahren wir dreimal gelb. Ich bin jetzt ein bisschen routinierter geworden, was die Reifen angeht. Und hier fahren wir 34. Wir sind 22, 36. Wenn wir zweimal diese fahren, sind es 10. Kriegen wir nicht hin. Also gelb, braun, weiß, gelb. Ich gucke hier nochmal. Es sind genau 36 Runden. Das heißt, im zweiten Stint müssen wir auf jeden Fall sehr zurückhaltend fahren. Zumindest beim Hamilton. Hier haben wir 22. Ach, der muss beide Stints. Ah, Moment, falsch geguckt. 16. Was sagt denn das Wetter? Mhm. 11, 10, 15, 35. Ja, es geht schon.
Also gelb, gelb, weiß, gelb und gelb, gelb, gelb. Oder? Na, warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Wir könnten auch die aufheben fürs Ende. Nee, hier sind ja bloß 29. 7. 21. 38. Wir fahren den ersten Stint gelb, den zweiten rot und den dritten auf weiß. Das ist eine Überlegung. Mal gucken, ob ich mich auch nachher noch dran erinnere. Ich weiß es nämlich nicht. Ich mag es ja gar nicht, wenn die Kamera immer sich so rumdreht. Jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich schon wieder die Einstellung vergessen. Vidal kämpft sich vor im Moment auf 14. 9, 15. Und der war. Ah, Vidal, Vidal. Zustand unserer Teile ist gut. Das finde ich klasse. So. Hamilton macht Angriff auf den 15. Platz. Das ist auch gut. Das gibt nämlich Vidal ein bisschen Luft. Immer schön aufs Wetter achten, Leute. Immer. Vergesst es nicht. Ich habe schon oft genug vergessen und damit wirklich ins Klo gelangt. Weil dadurch habe ich schon einiges an Plätze verloren, als ich in einem anderen Profil gespielt habe. Ich dachte immer, Vidal ist gutmütig mit seinen Reifen, aber wenn ich jetzt Woodford, Vidal und Hamilton vergleiche, dann muss ich sagen, Hamilton ist sparsam, der kriegt noch eine Runde mehr hin als Woodford, das heißt zwei Runden mehr. Ja, das ist schon eine Ansage. Aber jetzt irgendwie packt Hamilton ab, was ist da los? Vidal immer noch auf 14, das ist gut. Der darf nur eine Runde fahren und dann muss er an die Box. Deshalb geben wir ihm jetzt ein bisschen mehr Dampf, damit er vielleicht auch noch jemanden überholen kann. Achso, ich wollte ihn in die Box schicken, gell? Fast vergessen. So, 16 Runden haben wir noch. Ich würde ihn jetzt auf den Soft setzen. Ja.
doch, normal schon. Ich setze ihn jetzt auf den Soft. Machen einen schnellen Stop. Und geben ihm danach Attacke. Und Vidal ebenso. Hamilton. Habe ich mich jetzt wieder völlig verkalkuliert? Drei Runden und dann noch einen gelben Stint, das passt. Wenn ich so gucke, 7 und 18, 15. Kann ich den am Ende sogar nochmal einen roten Satz fahren lassen? Hamilton kommt vor dem... nicht vor Flores raus. Das ist ein bisschen schade. Da muss er sich nämlich erst vorbeikämpfen. Und das kostet halt immer wieder Zeit. Krasse ist, wie kurz diese Strecke hier ist. Du fährst hier Zeiten von, ja okay, 1,5 noch. Aber das geht auch deutlich schneller. So. Kommen nämlich jetzt alle in die Box und wechseln auf welchen Satz? Auf ein Medium sogar. Dann haben wir realistische Chancen, mit einem weicheren Satz noch deutlich nach vorne zu fahren, eigentlich. Hoffe ich zumindest, ne? Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Ja, Vidal, du kriegst. Jetzt. Guck mal, wäre ich ein bisschen sparsamer gefahren, dann hätte ich dem sogar auch noch einen roten Satz schenken können. Der kriegt jetzt den roten nochmal, den gelben nochmal. Dann fährt er auch damit zum Ende. Nein! In Runden 7 muss er noch fahren. Ja, ich gebe ihm den Satz. Ach, der muss sowieso gerade auf eine Runde angefangen. Die anderen fahren halt jetzt zu Ende, das heißt, wir müssen immer ordentlich Gas geben. Es wird eigentlich, werden nur noch 2, 3, 4, 5 wahrscheinlich zum Stop kommen. Nein! Nein, wie blöd ist das denn? Ach, was ist denn heute los? Wir haben 22 von 36 Runden. Das heißt, nach dem Stint muss ich nochmal in die Box. Und der hier? Auch. Ach Gott. Mann, bin ich blöd.
Egal, wir sind jetzt auf dem schnellen Satz und können hoffentlich Zeit reinholen. Dann sollte ich aber das Benzin nicht vielleicht voll verbleiben. Ja doch, wir können ruhig noch ein bisschen mehr Benzin verbrennen. Oder auch nicht, ne, weil wir überholen ja gleich wieder den ersten, dann müssen wir wieder eine Runde länger draußen bleiben. Dann müssen wir am Ende wieder einen Haufen Benzin nachholen. So, jetzt lass mich nochmal gucken. Wenn der jetzt noch zwei Runden fährt, dann muss er noch 9 fahren. Wenn der jetzt noch 3 fährt, nochmal 28, dann muss er noch 8 fahren. Okay, und unser Jüngling hier, wenn er noch 3 fährt, dann ist er bei 28. Ja, den muss ich auf jeden Fall auf den roten Satz legen. Diese Folge bin ich irgendwie nicht ganz auf der Höhe. Bin ich irgendwie neben der Spur. Vielleicht habe ich zu viel im anderen Profil gespielt, sodass ich nicht mehr weiß, was los ist. Mich um 10 Runden zu vertun. Mann, Mann, Mann. Der will jetzt schon an die Box. Ja, mach mal. Also wir können sowieso. Wir haben nichts mehr zu verlieren. Ja. Wir können auch mal schnell das Auto reparieren, so ganz nebenbei. Vidal jetzt an die Box holt und der muss an die Box, der hat nur noch 24%. Muss der warten, bis Hamilton fertig ist. Schicken wir den einfach eine Runde später an die Box. Ja, und da klemmt wieder die Schraube. Ach Mann, was ist denn das für ein Boxenteam? Wir haben noch 7 Runden. Was ist denn das für eine Boxencrew, Mann? Ah, da klappt's. Komisch. Hamilton ist sowieso auf dem letzten Platz. Wir haben wieder unnötig viele Stops gemacht. Super gemacht. Also, von Strategie versteht der Chef hier von dem Team nichts. Der Manager. Ich glaube, das bin ich. Ja, natürlich müssen andere auch... Oh, lauter blaue Kurven und da rutscht wahrscheinlich... Ja, einer durch. Ich muss sagen, der rote Satz ist gerade verflucht schnell. Obwohl er nur moderat fährt. 3 Runden noch. Und den kann ich jetzt schon wieder auf normal setzen. Was geht denn da ab? Hamilton, hast du irgendwie was eingeworfen?
Der holt ja rasant auf. Zwei Runden noch. Hamilton will wohl noch nicht aufgeben. Aber es wird halt schwierig, jetzt den einen noch einzuholen. Einen Platz würde ich ihm aber definitiv noch gönnen. Aber den kriegt er nicht mehr. Glaube ich nicht, glaube ich nicht. Noch 14 Sekunden. Nee. Schade, aber er ist nochmal ordentlich vorwärts gekommen. Das war ziemlich übel. Ja, ist richtig. Ich verstehe euch. Ich bin derselben Meinung. Das war Katastrophe. Und ein Stop zu viel gemacht. Wir waren 30 Sekunden oder 20 Sekunden weiter vorn. Ja, 20 Sekunden weiter vorn wären mindestens 3-4 Plätze gewesen. Im nächsten Rennen wird man das auf jeden Fall besser machen. Ja. Und dahin, bis dahin sehen wir uns nicht. Oder hören wir uns nicht. Bis dahin. Ja, Iker Vidal ist so viel besser als Thunder Racing, sogar ihre Farben sind besser. Ha. Danke. Ich möchte gerne eine Spitze sehen, das Thema ist einfach klasse. Ja, ich werde es probieren nächste Saison. Bis dahin werde ich erstmal gucken, dass ich noch ein bisschen Kohle kriege. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder beim Motorsport Manager F1. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.